Hallöchen zurück zu einer neuen Folge Seven Days to Die. Ja, frischer Morgen. Wir haben ein bisschen was in der Mine geschafft, oder ich. Und jetzt habe ich hier gerade ein bisschen Hundegeflüster gehört. Bin ich so ein bisschen unsicher. Möchte ich mal erstmal kurz hier rüber gucken. Wie gesagt, habt ihr eben gerade so ein bisschen Hundegejaule gehört. Nicht, dass die hier gleich ankommen und mich zerfleischern. Da bin ich denn hier doch ein bisschen besser aufgehoben. Schauen wir mal. Da sehe ich nichts, da sehe ich nichts. Da kriecht es auch fleißig vor sich hin. Ja, den ollen Airdrop haben wir nicht gefunden. Gut, geht nicht die Welt von unter. Nein, ich sehe hier keine Hunde. Ich höre aber Kaninchen, die in Kakteen sterben. So, dann huschen wir hier wieder rüber. Zack. Doch, wie gesagt, Airdrop lassen wir jetzt Airdrop sein. Wir kümmern uns jetzt erstmal um Clay und Steine. Und da werden wir uns dann erstmal hauptsächlich damit beschäftigen, diese kleinen Steine hier, diese Ressourcensteine wegzukloppen. Denn da gibt es auch gleich Eisen mit bei. Und ja, bevor ich los bin, habe ich eben gerade nochmal ein bisschen Bacon und Eggs reingekloppelt. Das ist meine Wellness nochmal ein bisschen nach oben gestellt. Steigert hat, falls ihr euch da gewundert habt. Und trinken habe ich jetzt erstmal mitgenommen. Da haben wir noch ein bisschen was im Feuer gehabt, habe ich gesehen. Ein paar Tee. Das habe ich jetzt einfach mitgenommen für so Situationen wie jetzt, dass halt Ausdauer weg ist. Können wir uns nochmal schnell einen Schluck trinken gönnen. Denn das ist ja vergeudete Ausdauer, die wir denn da zu Hause lassen. Trinken dann lieber unterwegs. Bei der Arbeit. Wo ich sage, bei der Arbeit könnten wir nochmal ein bisschen was mitnehmen hier. Thomas Edison freigeschaltet. Was auch immer dieser Erfolg bringt. Ich habe ihn jetzt. Und ich habe wieder kein Dingens, kein Glumpatsch mitgenommen. Weder mein Knüppel noch leere Gläser, dass man jetzt hier nochmal sagen könnte, gut. Kümmern uns nochmal um Wasser. Ja, nun gut. Ist dann halt so. So, jetzt sind wir auch fertig mit Trinken. Ungünstig, aber nun gut, ist halt so. Schauen wir mal, wie es wird. Das wird die letzte Folge dieser Aufnahmesession werden. Für die aktiven Tippschreiber. Wisst Bescheid, was ihr bis jetzt geschrieben habt. Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Ja, wie gesagt, ich wollte nur eine kleine Aufnahmesession machen. Es fehlen noch die. Ich hoffe mal, das Gewitter im Hintergrund hört man nicht. Junge, Junge. Könnt meinen, hier kommt gleich eine Horde an. Ja, das ist bei 1% Trink. Oh. Der gute Tee. Nicht dran gedacht. Naja. Ist dann halt so. Holz ist allerdings jetzt nicht unser Hauptproblem, um das wir uns kümmern wollen. Erstmal wollen wir Clay und Stein haben. Ich habe hier nebenbei schon mal Cobblestone angeschmissen. Aktuell braucht man mehr Stein als Clay, also fangen wir erstmal hier an zu kloppen. Ja, könnte ich auch unten bei uns machen, nur hier kriege ich dann wenigstens nochmal Kohle und Eisen und Potassium und Lead. Das ist alles vorteilhaft hier nur.
Deswegen kloppe ich lieber erstmal die Ressourcensteine weg, bevor wir dann irgendwas anderes brauchen. Klein können wir hier nochmal aufsammeln. Das Zeugs. Ja, wie gesagt, ich weiß, ich kann das auch kaputt hauen und krieg dabei den Skills, aber die Ausdauer möchte ich mir jetzt sparen. Er röchelt hier. Ich finde es immer noch nach wie vor zu laut. Also ich höre viel zu weit weg, höre ich die Zombies. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt ist. Ich habe die nirgends gesehen. Steht wahrscheinlich oben auf der Straße und röchelt mir so laut ins Ohr. Weiß nicht, ob das für euch auch so laut ist, aber ich finde es nicht gut. So. Ja, in der letzten Folge habe ich euch mal gefragt, was ihr denn so von Livestreams haltet. Die Frage geht immer noch und dürft ihr auch ruhig unter diese Folge nochmal schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr da Interesse dran, dass ich da häufiger aktiv auf Twitch streame? Und ich sage bewusst Twitch, weil YouTube-Streams halte ich für nicht vorteilhaft für meinen Kanal. Und wie gesagt, die aktuellen Gegebenheiten bei YouTube lassen mich jetzt nicht unbedingt dazu, motivieren mich nicht unbedingt dazu, dass ich jetzt bei denen noch groß Werbetrommel rühre und den noch in die Karten spiele. Ist jetzt nicht so unbedingt mein Bestreben. Kloppen wir hier nochmal schnell. Ah, klar, jetzt haben wir wieder schönes Wetter. Super. Hoffentlich kriegen wir jetzt auch nochmal eine Horde, dass ich bei diesem wunderschönen Wetter nochmal. Das ist aber auch ein Blick, ne? Ne, so wollte ich eigentlich. Ist aber auch schon trotz schlechtem Wetter schon ein schönes Foto, muss man sagen. So, schauen wir mal. Haben wir ja nochmal. Können wir ja nochmal zugeschlagen hier. Daraus können wir Flexstone-Blöcke machen. Obwohl, machen wir erstmal Flexstone. Wie viel haben wir noch? Schaufeln wir nochmal eine Runde. Da kommt auch schon die Sonne wieder raus. Sehr schön. Lässt wieder irgendwas liegen? Nein, gut. Ach ja, es ist jetzt erstmal ein bisschen stumpfes Ressourcengefarme. Tut mir auch ein bisschen leid für euch. Ich versuche das auch halbwegs abwechslungsreich zu gestalten, dass das nicht ein reines Ressourcengefarme ist für euch. Ja, weiß nicht, dass wir uns die Stadt irgendwie nochmal angucken oder doch schon mal nach einem Bauplatz Ausschau halten oder so. Irgendwie. Vielleicht habt ihr Ideen, wie man das Ganze ein bisschen gespannter gestalten könnte. Ich meine, gerade, ich spiele ja sicherlich auch selber. Die Leute, die Seven Days gucken, spielen ja meistens auch. Und, vielleicht habt ihr nochmal einen Tipp, wie ich das Ganze für euch ein bisschen spannender gestalten kann bei so langweiligen Phasen wie so ein Ressourcenfarmen. Wir kommen nicht drum rum, das wissen wir. Das ist uns bewusst. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie in Maßen machen, dass man immer so ein bisschen hier macht und dann auch nochmal guckt. Also ich würde auch ganz gerne hier nochmal gucken, was da so ist. Da ist ja noch so ein Weg. Obwohl, wenn ich das da richtig sehe, geht der da schon wieder steil den Berg hoch. Also eher suboptimal. Hier runter würde ich eigentlich ungerne bauen. Hier könnte man sich nochmal angucken. Da ist aber nichts. Na, hier hinten ist das falsche Biom. Da in der Wüste könnte man noch bauen. Da brauche ich wenigstens nicht so viel Stein kloppen. Da kann ich buddeln. Schwierig. Also ich sage euch,
Wir müssen nicht allzu viel buddeln, aber ein bisschen was buddeln müssen wir. Für die Base und ja. Dementsprechend wäre es eventuell sogar sinnvoll, in der Wüste zu bauen. Aber dann muss man sich immer auf einen Biomwechsel einstellen mit der Temperatur. Das ist vielleicht auch nicht optimal. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe auch lange nicht mehr gespielt. Bin da nicht so erfahren drinne. Hab jetzt auch gerade mit diesen Ressourcenfarmen in diesen verschiedenen Biomen nicht ganz groß die Erfahrung. Ich weiß, wir haben nicht in jedem. Oh, sehr schön. Level up. Ich weiß, wir haben nicht in jedem Biom jede Ressource. Das weiß ich. So soll es jedenfalls sein. Aber ich weiß nicht, in welchem Biom wir was finden. Aber Level up. Das freut mich sehr. Stellen wir uns hier mal ein bisschen unter. So. Nee, da ein. Denn können wir nämlich hier Science skillen. Und dann können wir auch Melee Traps. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir denn hier für diese Weapon? Brauchen wir 6. Ein Tool brauchen wir auch 6. Das wären 12. Das heißt, wir hätten noch 8 Punkte über. Ja, jetzt brauche ich schon Science 6. Dafür brauche ich 9 Punkte. Möchte ich denn erstmal neue Waffen und Werkzeuge? Fände ich, glaube ich, sinnvoller, dass ich jetzt dann erstmal auf das gehe. Kriegen bestimmt noch genug Punkte. Was zum Henker? Dir ist kalt? Ist bei dir falsch? Ist denn mit dir falsch? Minus 3, minus 6. Na komm, dann ziehen wir halt die Hose aus. Geht's wieder hoch. Leicht schwierig ist es denn ja doch, das Spiel. So, jetzt haben wir 12 Minuten gebuddelt. Ich bin mir wirklich unsicher. Also ich glaube, ich möchte ganz gerne hier irgendwo. Sind hier schon wieder mehrere unterwegs, oder? Mäuschen, mach doch nicht so ein Theater. Kopf ab, ein Beaker. Sehr schön. Das freut mich doch. So, und jetzt machen wir einen kurzen Stopp hier, schmeißen unsere Sachen weg und gucken dann mal in die Richtung. Einfach weiter. Vielleicht, wie gesagt, früher oder später brauchen wir einen Bauplatz und der sollte gefunden werden. Besser früh als spät. Hätte gerne irgendwas Gerades. So im Endeffekt wäre hier eigentlich auch schon nicht verkehrt. Aber ich mag das Biom nicht so gerne. Hier so mitten in der City. Weiß nicht, hier sieht es auf jeden Fall schön gerade aus. Also das wäre eigentlich auch gar kein schlechter Bauplatz. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hüpf. Hinein. So, dann geben wir den Clay weg. Steine haben wir nicht mehr. Richtig. Packen wir das da rein. Irgendjemand kloppt hier schon wieder auf irgendwas ein. Das ist unglaublich. Snowberries sind da oben. Die sind in der anderen Kiste. Die kommt dahin. Die sind auch in der anderen Kiste. Auch in der anderen Kiste. Das und das kommt hier rein. Kommt das rein und das. Moment, hier können wir den. Oh, wir haben sogar schon einen. Das ist ja praktisch. Bisschen Holz haben wir uns gegönnt. Dieses Graszeugs können wir.
Okay, da hören wir ein Hündchen. Wir haben einen Pfeil, das ist nicht vorteilhaft. Brechen wir das doch mal kurz ab. Holen uns hier mal ein paar Federn. Recipes. So, und dann zack. Du kannst mich doch gar nicht sehen. Oh, jetzt. Jetzt laufen wir ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist doch bestimmt nicht nur ein Hund. Ganz bestimmt nicht nur ein Hund. Sage mir, was soll denn das? Ist da drüben ein Auto in der Luft geflogen, oder? Okay. Dann nehmen wir hier mal unser Messerchen in der Hand. Schnippeln hier nochmal ein bisschen was raus. Hoffen mal, dass das der einzige Hund war. Und huschen dann doch mal in diese Richtung. Gucken wir uns einfach nochmal um. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas für einen Bauplatz. Zack. Noch ein bisschen Holz. Tun wir nochmal was für unser Construction Tool. Funktioniert genauso gut. Nur, dass wir nebenbei nochmal skillen. Gut, hier ist jetzt Militärgebiet. Ein bisschen schwierig. Da oben war jetzt noch eine Stadt. Da weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob wir da schon hin wollen. Okay. Zwei Wassertürme, drei Wassertürme, noch ein komisches Militärlager. Oh, hallo. Kartoffeln, die fehlten mir gleich noch, ne? Das ist. Ja, macht mir mein Loot nicht kaputt, aber tobt euch sonst da hinten aus. Ist okay. Viel Spaß dabei. Das ist jetzt hier leider ein bisschen weit weg. Ansonsten hätte ich nämlich gesagt, könnte man das hier nochmal als Feld nehmen, obwohl wenn man da oben baut. Also nicht. Lockt. Spannend. Militärcamp. Oh, ein Maisfeld haben wir ja auch noch. Super. Das lohnt sich. Oh, könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, wo man oben und unten den Mais getrennt ernten musste? Das war ja nervig. Kriegt man irgendwas raus, wenn man die kaputt haut? Ein Korn, ein Korn. Und das Samen. Sehr gut. Dann machen wir es doch einfach so, dann skillen wir wieder. Obwohl ich glaube, Ernten bringt gut Skillpunkte. Das hat sich doch mal gelohnt, hier runter zu gucken. Das hätten wir ruhig mal früher machen können. Hätten wir uns nämlich schon mal so ein schönes Du in Gang schmeißen können. So, noch was Schönes.
Da ist ein Zaun dran, da ist bestimmt ein Hündchen. Das können wir jetzt nicht unbedingt gebrauchen. Hier geht die Straße sehr interessant runter. Aber das ist noch machbar. Weil das ist ja wenigstens eine Straße, die ist befahrbar. Die da hinten auf der anderen Seite, die war ja Katastrophe. Da kannst du ja noch nicht mal langfahren. Schauen wir mal. Und hier geht es jetzt Richtung zu der anderen Stadt. Die können wir uns ja ruhig mal angucken. Also die Tag 14 Horde werde ich auf jeden Fall noch in dem anderen Haus verbringen. Hier geht ein Weg runter. Gibt es hier irgendwas Spannendes? Du Geier, kannst da bleiben. Hallo? Geht hier wohl nur runter zum. Das war klar. Da ist ein Airdrop. Schau mal einer an. Da ist so ein Dicker. Rülpst der oder spuckt der? Oh. Unangenehm. War das jetzt auf der Anhöhe oder auf der anderen? Ach, dass ich auch einfach keinen Durst bekomme hier, ne? So, das war da hinten. Also hier scheint ja alles befahrbar zu sein. Der Hund ist sich noch unsicher, was er will. Jawoll. Reed. Rocket Launcher fertig. SMG-Stock. Antibiotics. Kann man mit um. Wie funktioniert das denn? Aufstehen. Sehr gut. Hallo Wildschwein. Bringt auch noch mal ordentlich, ich weiß. Aber es macht auch gut Aua, habe ich gehört. Gut, das lassen wir kurz. Der ging ja mal voll daneben. So ganz Kniechnitz-Style. Auch liegt das schön zusammen. Liegt die schön zusammen. Macht er zusammen Bubu? Das ist ja schön. Das Gras kann weg. Nehme ich lieber das mit. Wie sieht's hier aus? Kann ich das wieder anziehen? Haben wir genug Platz hierfür? Ja, wir hatten schon mal einen ausgenommen. Dann brauche ich nochmal ein Foto von der neuen Stadt. Oh, Wildschwein haben wir auch. In your ass. Schöne Sache. Jagdglück. Könnte man die Folge fast nennen. Ach du Scheiße. Hier ist ja was los. Oh, noch ein Maisfeld. Hi du. Willst du noch mal?
Sehr cool. Sieht aber echt cool aus, so ein Wildschwein. Also, bisschen kurz geraten, meiner Meinung nach. Könnte ein bisschen länger sein, aber. Alles noch nicht fertig hier, oder was? Wächst das noch? Das ist ein schöner Platz hier für ein Foto, ne? Den würde ich aber ganz gerne weghaben dafür. Und da hinten kommt schon wieder so eine Horde an, ne? Jawohl. Alter. Also die ganzen Militärleute hier, die könnt ihr aber für euch behalten. Sorry, aber die können an mir vorbeiziehen. Und Hazmat, alter Schwede, ey, was ist denn das für eine Horde hier? Ich muss unbedingt mal zusehen, dass ich mir einen Knüppel organisiere. Das kann ich nicht alles an Pfeilen verballern. Also einmal kurz hier. Brauchen wir kurz hier so ein. Weg. Zack. So. Einmal hier. Und die Horde. Wisst ihr was? Die nehmen wir doch noch mit. Zumindest ein paar. Komm, den reparieren wir hier nochmal schnell. Halt. Machen wir uns schnell einen Bow. Fehlt uns Gras für. Alles klar. Dann nehmen wir den einen Stein weg. Ein 200er Bogen. Komm, die kassieren wir jetzt alle ein. Es gibt noch ein schönes Foto. Hallo, hallo. Entschuldigung. Gewagt. Und dann fangen wir hier drüben an. Hier sieht es nämlich gut aus hinter mir. Zack. Könnt ihr mal bitte euren Compadre da liegen lassen? Sorry, das war so gar nicht geplant. Ach man, ey. Nicht dein Ernst. Ist das auch noch Ferala? Habt ihr die Augen gesehen? Das wird ja was. Sehr gut. Kann dieses olle Kotten. Ach ja. Wie sieht denn das aus hier? Wo seid dann hin? Madame? Entschuldigung. Könnt ihr.
Könnt ihr die Aufmerksamkeit Richtung mich lenken? 75, eine Bandage, auch nicht schlecht. Dafür können wir wegschmeißen. Diese Suppe. Guck mal hier hinten vorbei. Wo sind denn die ganzen Zombies hier? Da. Hey Leute, wir können ja über alles reden, ne? Ihr habt euch ja ein bisschen verteilt. Ist eher Alter, die haben echt. Alles ferale Zombies? Ja, alles schwierig aus. Und wir sind auch schon wieder hart in der Überfolge, ne? Hi. Ja. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Heimweg. Ist schon wieder 18 Uhr. Und ja, so ist denn halt den Sachen. Ich weiß, hier ist immer noch kein Biomwechsel. Oh, Pass and Gas, da kriegen wir schon mal ein paar Teile her. Ein paar Electrical Parts und so ein Zeugs. Ja, ich weiß es nicht. Also ihr könnt mir ja mal was vorschlagen, was ihr so biomtechnisch davon haltet, hier so zu bauen. Ich finde halt das Grüne schöner. Dementsprechend würde ich ganz gerne da irgendwo in der Nähe bauen. Anstatt hier. Aber ja, ist halt wie es ist. Und weiß nicht. Ich weiß es nicht. Mir wäre eigentlich nur wichtig, dass ich da vernünftig mit dem Minibike dann später hin und her komme. Und auch die Städte vernünftig besuchen kann und nicht irgendwo auf Abwegen aus Versehen irgendwo runterfalle oder so. Aua. Da war wieder ein Hündchen, ich hab's gehört. Hoffe, das interessiert sich nicht für mich. Ja, wie gesagt. Ich lasse jetzt einfach laufen, bis wir zu Hause sind. Ich hoffe, euch stört das jetzt nicht weiter. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr so zu diesem Biom haltet. Wie gesagt, ich finde es schöner, eigentlich in so einem grünen Biom zu wohnen als hier, aber gerade diese ganzen Kakteen, ich werde da dann irgendwann sterben. Kenn mich doch. Oh, hier ist auch ein Beet. Blumenbeet oder was? Hier, deine Blume ist aber verwölket. Verwolken. Und naja. Vielleicht. Ich meine, hier haben wir auch viel Baufläche. Und hier irgendwo zwischen den Häusern einfach zwischenbauen, fände ich eigentlich auch ganz cool. Und einfach hier irgendwo mitten in der Stadt. So, hier große Fläche. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ich weiß, hier kommen wir halt ganz gut mit Minibike Richtung Händler. Ich weiß aber auch, dass irgendwo ein anderer Händler sicherlich auch noch rumlungert, der dann wahrscheinlich von woanders viel besser zu erreichen ist. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich nur einmal umziehen möchte. Schauen wir mal. Ja. Das alles weiß ich. Das alles ist alles nicht viel. Deswegen bin ich wieder mal auf eure Hilfe angestoßen. Bitte, wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr zu den ganzen Thematiken haltet. Und ja, dann würde ich mich halt freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge wiedersehen. Ich werde mich denn die Nacht über wahrscheinlich wieder in meiner Mine verkriechen. Und ja, so weiter. Und so. Und so weiter. Und so. Schreib mir was in die Kommentare. Würde mich wirklich freuen. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Mal wiedersehen, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.